Wow, wow. Thanks to Mr. Dellingpole for the nice introduction. My name is Killis Moore. I'm an Austrian rapper coming from the other side of the world, here to bring some critical views, and I'm a political rapper, so I have many critical views, and during my research through many different topics, I scratched sometimes the global warming skepticism topic, and I was curious at first because, of course, the manipulation and everything worked very well also on me from the school, from the teachers and the university and everything. But as history showed us, when everybody seems to have the same opinion, you have to take a second look. And there's an old saying in Austria which says, when everybody says yes, then go ahead and say no. And if everybody stands, then start moving. And most important, when everybody's quiet, speak out loud. And this was so important, and so I start digging through all this information and so on, and I read several books and watched documentaries and so everything, and I see some faces here from the documentaries at home, man. It's very nice. And yeah, I have a small paper here. And as I watched deeper into the topic and so on and digged through all the information, the thing what bothers me most was not that there's a debate which is hide from us in the media and so on, but what the debate is used for all the taxes and for all the laws coming into place, for all the chains up all the countries and especially the poor countries when we burn our food to have cheaper fuel and so on. But this was really crazy. And as I was at the notice and the scratches for my song and the wonderful video which you see in 2 minutes, then it was the final push. What I needed was the Climate Gate affair. And this was like the final push, and then I had to do this video, and I had to do this with a music video and with a big release. And what happened then, it was really crazy because there were so many reactions, some good, but so many bad reactions. This was it was really amazing. I didn't thought of this like this. And there was, for example, the Science Blog in Germany, who gave me an award for being the biggest climate idiot of the month. Amazing. Thanks for this. And until today, activists write to organizers where I'm speaking, and festivals and so on, say, wow, how can you invite a guy like this? Haven't you heard his views on global warming, these conspiracy theories and everything? I mean, it's really crazy. I fight these battles every day, week, year, on and on. But it also brought me here to Las Vegas, so it's still very nice. And the most shocking thing was that all these activists were not even able to debate or discuss anything because they're so stuck into their opinion that it's either you're on their side of point of view or you're like the enemy of the nature, the enemy of the world. And man, it's really, really crazy. But until now, my video is over 110,000 views. And so enough of the bad English now. Let's start with the music. Klimawandel, ich hör dich nach Umweltgesetzen schreien und du denkst an CO2 und rufst, bitte schränkt es ein. Weltweite Katastrophen folgen Schuld, sollen die Menschen sein. Wir werden doch zu viel gefahren und nun wird die Welt zu heiß. Und wenn wir nicht bald irgendetwas tun, dann verbrennt das Eis. Die Flut wird uns fressen und die Zukunft wird hässlich sein. Doch nein, ich sag dir, du gingst da echt am Leim, weil den Wandel nicht der Mensch erschuf. Ja, ihr denkt, ich sei hier zu selten dämlich ohne Zurechnungsfähigkeit. Doch schaut man auf das Klimainstitut, dann erkennt man gleich, was sie tun. Denn sie manipulieren die Messung, heißt es kam heraus. Es scheinen die Studien gefälscht zu sein. Es lud sich ein Hacker in Computer und Rechner ein. Und nun liest den Text der CAU, wenn sie lächeln. Nein, wir verdrehen Daten, dass Temperaturen beträchtlich steigen. Hört mir zu, alles ist Betrug, der unendlich reicht. Der Klimawandel wurde nicht vom Menschen gemacht. Nein, damit halten sie die Welt nur in Angst. Und alle, die es propagieren, werden Experten genannt. Und jeder, der ihnen widerspricht, wird abgestempelt als krank. Der Klimawandel wurde nicht vom Menschen gemacht. Nein, damit halten sie die Welt nur in Angst.
Doch ich spreche es an, werd abgestempelt als krank, nur weil ich zu eigenständigen Denken gelang. Klimawandel ist normal, gab's schon, gibt's nochmal, doch dazu haben wir nichts getan. Das wird aus der Geschichte klar, man schiebt das Jahr 1100 Wärmeperiode. In Nordengland konnte man Weinrauben ernten auf dem Boden. Und das ganz bestimmt nicht wegen Ritterfabriken und wegen Schildindustrien, die dort das Klima hochtrieben. Und um 1600 war sogar die Ostsee zugefroren, nicht weil sie damals das CO2 stoppen durch Reformen. Das ist selbst überschätzend, wenn wir denken, wir hätten die Macht, das Klima von dieser ganzen Welt noch zu wenden. Außerdem kommen nur 1-3% von den Menschen und der Rest von Prozessen, die natürlich sind, die Lügen im hirnlosen Gemäuer von diesen drohenden Heuchlern für mehr Macht, mehr Kontrolle, mehr globale Steuern. Und jeder Skeptiker wird von ihnen sofort befeuert, wird diffamiert und verglichen mit einem Holocaust-Leugner. Der Klimawandel wurde nicht von Menschen gemacht. Nein. Damit halten sie die Welt nur in Angst. Und alle, die es propagieren, werden Experten genannt. Und jeder, der ihnen widerspricht, wird abgestempelt als krank. Der Klimawandel wurde nicht von Menschen gemacht. Nein. Damit halten sie die Welt nur in Angst. Doch ich spreche es an, werd abgestempelt als krank, nur weil ich zu eigenständigem Denken gelang. Der sogenannte Konsens ist ein wohlbekannter Nonsens für die globale Kontrolle. So getarnt, als wollen sie den Mensch vor dem Ende der Welt nur bewahren. Eine mächtige Farce von dem Weltklimarat mit der Klimahysterie. Schon wieder ziehen sie alle an demselben Strang und Weltregierung ist das Ziel mit der Klimareligion. CO2, Abgashandel, Industrialisierung in das Gegenteil abzuwandeln. Mensch ist der Feind, den zu bekämpfen es heißt. Und nur kinderlos als Klimafroh bedenke es gleich. Wenn du schwängst, dann schreit die Erde kränklich und weint. Was du willst, das nicht glauben, doch Mann, hämmerst dir ein. Du produzierst nur Schaden, du machst die Umwelt nieder, du machst die Erde krank, du bist das Ungeziefer. Und es gibt nur einen Weg, die Welt hier zu bereinigen. Das Klima noch zu retten, heißt Menschen zu beseitigen. Der Klimawandel wurde nicht von Menschen gemacht. Nein. Damit halten sie die Welt nur in Angst. Und alle, die es propagieren, werden Experten genannt. Und jeder, der ihnen widerspricht, wird abgestempelt als krank. Der Klimawandel wurde nicht von Menschen gemacht. Nein. Damit halten sie die Welt nur in Angst. Doch ich spreche es an, werd abgestempelt als krank, nur weil ich zu eigenständigem Denken gelang. Vor allem werden alle Menschen bald merken, dass deren Konstrukt zerfällt, so wie damals beim Waldsterben. Und jetzt sieh mal, es geht nur ums Klima, was nen Unterschied macht. Denn ich rufe niemals, mach die Umwelt nieder. Mit all den Milliarden, die sie gerade in die Sparte Klima jagen, könnte man so viele Klagen leicht und intensiv begraben. Hilft den Namen, hilf auch gerade denen, die keine Hilfe haben. Kein Dach, nichts zum Schlafen, kein Essen, nichts im Magen. Und man kann die Erde schützen, Flüsse schützen, Meere schützen. Schauen, dass die Konzerne nicht mehr Gifte in die Meere schütten. Wälder schützen, Tiere schützen, Labore verbieten, die Horden von Tieren ermorden für ihre Horrorspiele, so wie Massentierhaltung oder GMO-Felder. Es gibt so vieles auf dieser Erde, was wir noch verändern müssen. Doch wenn man mich fragt, ob ich hier Beschützer sei, sag ich Umweltschützer, ja, Klimaschützer, nein. Der Klimawandel wurde nicht von Menschen gemacht. Nein. Damit halten sie die Welt nur in Angst. Und alle, die es propagieren, werden Experten genannt. Und jeder, der ihnen widerspricht, wird abgestempelt als krank. Der Klimawandel wurde nicht von Menschen gemacht. Nein. Damit halten sie die Welt nur in Angst. Doch ich spreche es an, werd abgestempelt als krank, nur weil ich zu eigenständigem Denken gelang. Dankeschön, Dankeschön. I would say some words. Okay, just one minute and I'm good. Thank you. Thank you, thank you, thanks a lot. Amazing, I hope you like it, I hope you can could read it. It's also on YouTube with the English subtitles. And wonderful, so just a few words somewhere here around for you. Yeah, so what I learned through this video is that it could be for the young people, it is something like a door opener. Because you can take very heavy topics and very strong topics and deep topics and put them into the rhymes, into rhythms and with a smile, and you can easily transport it to young people. Because until now, from time to time, school kids and students write me emails and say, "Killers, we now in school have the global warming and the teacher are telling us what's the truth. So please, can you somehow help us or can you give us information and so on?" And so you, all the experts here and all the scientists,
And so also you all deserve honor, but it's like the second step for the young or for the average normal guy, because nobody wakes up and says, maybe I should turn off the TV and buy a book about global warming skepticism. No, definitely not. But there, the music comes into play, because this can be something like the first step. It can be something like the push, or to show people, hey, there is something where you can put your attention at. So, yeah. So I'm finishing now. So what this video does, wherever it shows up, even it's a good side where they say, hey, Killer's great video, or it's a bad side, but oh, look what he's saying about global warming. What's happening is everywhere the same. In the comments below and in the discussions, there are so many, they're debating and so on. So there's really open culture, sending links, sending information. So it's really worth it to get the truth out there and get the word out there, because people start to think on their own, and that's what we want. Thank you. No, no.